Und herzlich willkommen. Mein Name ist Renate Baschum, ich bin Kraniosakraltherapeutin und möchte heute darüber sprechen, wie finde ich den richtigen Therapeuten. Schmerzen sind doof, Krankheiten sind doof, das ist etwas, was wir eigentlich einfach gerne weghaben möchten. Und für die Frage nach dem richtigen Therapeuten möchte ich dich einladen, mal die Perspektive zu wechseln. Was wäre, wenn die Krankheit gar keine Plage wäre in dem Sinn, sondern etwas, das uns das Leben verbessern möchte? Das klingt erstmal komisch, weil das Schmerzen und mich damit auseinandersetzen müssen und die Einschränkungen im Leben sind ja in erster Linie mal kein Geschenk. Und doch, wenn man dahinter schaut, dann ist es so, dass die Klienten mir zumindest sagen, dass ihre Krankheit ihnen doch so eine Art Geschenk gebracht hat. Meistens sehen sie das nicht in den ersten Behandlungen, aber später, so wenn sie anfangen, die Krankheit zu überwinden, sehen sie, auf die Krankheit hätte ich nie verzichten wollen, weil zum Beispiel eine Migränepatientin sagt, wenn ich Migräne habe, dann ziehe ich mich ins Bett zurück, mache die Vorhänge dicht und geht gar nichts mehr. Und ich habe schon festgestellt, dass das manchmal besonders dann kommt, wenn ich eigentlich Raum für mich brauche und ihn mir nicht genommen habe, weil ich nicht Nein gesagt habe, weil ich nicht absagen wollte, weil ich einfach dachte, ich darf nicht. Und die Krankheit hilft mir dann, das zu tun. Oder eine Schulterklientin erzählte, ja, weißt du, ich habe festgestellt, meine Schulter, die zeigt mir, wann ich Verantwortung trage, die mir nicht gehört. Wann ich in den Angelegenheiten anderer bin, wann ich mich abhängig mache von anderen, wann ich Dinge auf mich nehme, die mir gar nicht gehören. Und ich kann das dann nicht mehr. Die Schulter hindert mich daran, so viele Dinge zu machen für andere, weil ich es einfach nicht kann. Und es macht mich darauf aufmerksam. Und es tut mir gut, bei mir zu bleiben und die Dinge zu machen, die mich wirklich angehen. Oder eine Krebspatientin erzählte, weißt du, seit ich den Krebs habe, mache ich nur noch das, was ich wirklich tun will. Und eigentlich hätte ich das schon viel früher machen sollen. Und der Krebs erinnert mich immer wieder daran. Und so ist mein Leben eigentlich viel besser geworden. Ein guter Therapeut, eine gute Therapeutin hilft, diese Sachen im Leben umzusetzen. Er hilft oder sie hilft, zum Beispiel mit der Kraniosakraltherapie. Die Migräne-Klientin kann liegen und schon allein dieses Liegen in der Kraniosakraltherapie ist ein Raum für sich. Und über die tiefe Ruhe und Entspannung kommt sie zu den Erkenntnissen und der Ruhe, die sie braucht, um für sich zu erkennen, was sie genau tun muss, damit sie das im Leben so umsetzen kann, dass es die Krankheit vielleicht nicht mehr braucht. Genauso die Schulterklientin. Sie kann liegen, kann feststellen, ich muss nichts tun. Und in dieser tiefen Ruhe zu sich selbst zurückfinden und merken, das brauche ich überhaupt nicht. Das kann ich loslassen. Oder die Krebspatientin, die in dieser tiefen Ruhe und Entspannung feststellen kann, wow, diese tiefe Ruhe, dieser tiefe Frieden, den ich hier erlebe, das ist eigentlich das, was ich wirklich will, das ist das, was mir Freude macht. Und auf das will ich keinesfalls mehr verzichten. Eine gute Therapeutin unterstützt sie darin, für sich ihren Weg zu finden, zur Gesundheit, aber nicht nur Gesundheit, sondern viel mehr Lebensqualität. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Kommentar, einen Daumen hoch oder abonnieren Sie meine Videos und schauen Sie doch auf der Webseite nach, ob das auch was für Sie ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!